Ist denn heute irgendeine SBC gekommen, ist die Frage. 81 plus Upgrade. Bist du gekommen? 81 plus Upgrade ist gekommen. 1200 Spieler investiert. Ach ja, Jungs. Ach ja, Jungs. Für maximal 850 Münzen. Jungs. Aber die ist gerade mal vor 10 Minuten rausgekommen. Wie viel kosten die League-Or-Spieler? 1300? Eine Seite. Zwei Seiten nur. Jetzt schon 500 Münzen pro Karte nach 10 Minuten. 1200 Spieler gekauft. Okay, Freunde, was geht erstmal? Und ich glaube, das war das Abgehobenste, was ich jemals aufgenommen habe. Dieser Anfangsclip, den ihr gerade gesehen habt. Ey, Mann, Jungs, so abgehoben. Egal. Wir haben auf jeden Fall investiert. Ich bin glücklich, dass die SBC gekommen ist und diesmal mit den Anforderungen, die ich gebraucht habe und nicht irgendwelche neuen Anforderungen, wie zum Beispiel nicht wiederholbar, wie mit der Icon SBC. Ah ja, kurzer Zwischencut, Freunde, ich habe es komplett vergessen. Jetzt kommt ganz kurz eine Werbung von meinem Partner Loopboy. Ihr könnt eine Nintendo Switch gewinnen, plus ihr könnt die Champions Edition von FIFA. Ja, einer von euch kann sie gewinnen, also checkt jetzt kurz die Werbung ab und dann geht's weiter rein ins Video. Okay, Freunde, heute stelle ich euch wieder mal meinen Partner Loopboy vor und ich glaube, Loopboy müsstet ihr mittlerweile alle kennen. Und zwar könnt ihr da entweder ja euch Diamanten sammeln und davon dann Packs ziehen. In dem Fall gehen wir einfach mal von FIFA Packs aus. Oder ihr könnt euch auch direkt einen 10er Bundle für zum Beispiel 10 € kaufen, was ich heute gemacht habe. Dort habt ihr nämlich die Chance, FIFA Points aus dem Loot Pack zu ziehen oder aus dem Loot Pack zu ziehen. Und dieses Wochenende, Freunde, bis Sonntag. Ein absolut geisteskrankes Angebot von Loopboy und zwar ein signiertes Trikot von Cristiano Ronaldo. Loopboy kann jeder von euch kostenlos auf dem Android, iOS, App Gallery oder am PC downloaden. Ich habe mir heute mal mit 10 Euro ein Bundle gekauft und ihr werdet es jetzt im Hintergrund sehen. Ich kann euch schon mal spoilern, ich hatte keine FIFA Points in den Packs drin. Aber dafür hatte ich die Champions, also FIFA 21 Champions Edition drin, die Upgrade, also ihr könnt es auf Champions Edition upgraden. Wenn ihr nur die Standard Edition habt, blende ich euch jetzt gerne mal den Code ein. Gerne mal, ja, wer nur die Standard Edition FIFA 21 hat, gerne mal schnell einfügen gehen, also den Code in den PlayStation Store einfügen gehen, da habt ihr die Champions Edition für FIFA 21 und dann verlose ich nochmal mit Loopboy zusammen ja eine Nintendo Switch Lite, wie du in den letzten Malen auch schon. Und der Gewinner wird spätestens in der 48 Stunden über die Kommentarfunktion bekannt gegeben. Teilnahmebedingungen sind ganz einfach, um mitzumachen müsst ihr die Loopboy App installieren und euren Loopboy Accountnamen in die Kommentare schreiben, also hier unter das Video. Nach der Installation müsst ihr euch noch 2 kostenlose Loot Packs öffnen, damit der Loopboy erkennt, dass ihr auch ein echter Mensch seid und kein Roboter. Wichtig ist auch noch zu sagen, unbedingt eure E-Mail-Adresse im Account hinterlegen. Die goldenen Karten in den Premium-Packs sind immer PC-Vollversionen und nach einem 10er-Bundle erhaltet ihr noch das Gold Rush-Pack, das blende ich euch auch nochmal ein und da habt ihr auch nochmal ebenfalls die Chance auf PC-Vollversionen, Steam-Guthaben oder FIFA-Points. Über den Code LASTLOVE, ich blende es euch einmal ein, Jungs, mein Englisch gilt, ihr wisst Bescheid, schenkt euch der Looper nochmal 5 Diamanten plus 2000 extra, ja, Loot-Coins. Dann danke ich euch fürs kurze Zuhören, wir gehen wieder rein ins Video, let's go. Und wenn wir uns mal kurz die League-Or-Spieler jetzt schon anschauen, ich nehme es gerade um 20 nach auf, also die SPCs, glaube ich, gerade mal 40 Minuten draußen, liegen die Spieler schon bei, ja, 1300 Coins. Hier ist nur die Sache, ich glaube, aus meinem Bauch hinaus, erstmal wird jetzt jeder hier verkaufen, das wird doch erstmal bei 1300 bleiben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Spieler nochmal ein Stück droppen werden. Aus dem Grund ganz einfach, weil gleich um 19 Uhr in 40 Minuten, wenn ich das Video aufnehme, kommen nochmal Lightning Rounds und da kann ich mir vorstellen, dass dann nochmal sehr, sehr viele Spieler reinkommen, die vielleicht nochmal auf 1-1 gehen, 1-2. Aber ich glaube, bis Montag hin, ich glaube, die SBC bleibt 5 Tage, bis Mittwoch. Die Record Breaker und alles, die Informs sind bis Dienstag in den Packs, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Also zumindest die Informs sind bis Dienstag in den Packs. Also ein Mbappé zum Beispiel. Nein, nicht Mbappé. Mané, Walker, Rashford und Kanté. Mbappé ist doch Record Breaker. Aber wir haben hier auf jeden Fall, warte, bis 1. Dezember in Packs. Okay, wir haben auf jeden Fall noch Zeit. Und ich glaube, dass zum Beispiel am Montag die Karten sehr, sehr krass steigen werden, die seltenen League-Or-Karten. Wenn ihr mich jetzt fragt, ey, Paints, wann verkaufen? Ich warte auf jeden Fall noch, weil ich will, dass die League-Or-Spieler bei mindestens 1,6 sein werden. Oder will ich probieren. Premier League ist auch so bei eher 1,3 ungefähr gleich. Hier sind ein paar Seiten, aber alle bei 59. Minute. Also wenn ihr seht, hier, man bekommt so gut wie gar nichts mehr davon. Also ungefähr bei 1,4, 1,5 oder 1,4 könntet ihr die Spiele auch noch loswerden. Höher gerade noch nicht. Aber ich, wie gesagt, habe die gerade etwas UV drauf, so zwischen 1,7 und 2,5. Das ist so der Verkaufspunkt, den ich haben will. Alles geht größtenteils Montag raus bei mir. Also ich will eigentlich, Freunde, ich habe
20 Packs, über 20 Packs, darunter sind 100k Packs. Geile, wirklich geile Packs, die ich habe. Ich habe sehr, sehr viele Upgrade Packs, die ich selber vorbereiten werde. Und hier ist nur die Sache, ich bin immer noch nicht zugewiesen. Bedeutet, ich habe zu viel investiert. Das können wir mal kurz im Verein packen. Gehen wir einmal zurück und dann kommen wieder 50 Spieler hinterher. Hier seht ihr es jetzt wieder. Da sind wieder neue 50 Items. Ich probiere, wie gesagt, in der Zwischenzeit einfach UV drauf zu stellen. Wenn ihr mich jetzt fragt, ey Pains, wann kann ich die SBC oder wann soll ich die Spieler verkaufen von der SBC? Wir werden auf jeden Fall die Packs dick öffnen. Also ich werde insgesamt probieren, mit League und Premier League zusammen 30 bis 50 Packs vorzubereiten und zu öffnen. Für die im Stream oder dann im Video ziehen, werden wir auf jeden Fall dann sehen. Vielleicht morgen im Stream, vielleicht übermorgen im Stream, vielleicht morgen im Video. Aber ich glaube, heute im Video seht ihr selber, ich kann sie jetzt nicht weghauen, da würde ich kaum Gewinn machen. Deswegen warte ich auf jeden Fall hier noch. Kurzes Beispiel, Freunde. Wir haben Shaqiri 2K UV weg und Yilmaz R17 UV drauf. Ihr seht mal, ich gehe einfach mal die Preise nur durch, wie ich die UV reingestellt habe. Ihr seht, 1,6, 1,7, 1,8. So ab diesem Preis bin ich halt zufrieden und ab dann stelle ich die Spieler auch rein. Das ist jetzt ein Versehen, dass der für 1,5 drauf ist. Also ich wollte eigentlich ab 1,6. Aber ihr seht, immer so 1,6, 1,7, da beginnt es circa, oder 2K. Warum ist der jetzt für 1,4 drin? Vorführeffekt. Aber eigentlich will ich so ab 1,6 bin ich zufrieden und stelle sie in der Zwischenzeit UV drauf. Zwei Stück haben sie jetzt gerade schon für einen guten Deal verkauft. Dann habe ich noch ein paar Investment-Möglichkeiten für euch. Heute Abend, wenn das Video kommt, vielleicht gegen spätestens 8 Uhr, wenn ich alles hinbekomme, sollte das Video online sein und ich habe dazu noch ein paar Lightning Round Investments für euch. Ich habe jetzt gedacht, ich zeige euch einfach wieder die random Spieler und sage, ey, 83er unter 1,5, 84er unter 4K. Aber ich dachte, komm, ich zeige euch mal gewisse Spieler, die ihr euch kaufen könnt. Zum Beispiel haben wir ja hier einen. Wie wird der ausgesprochen, Freunde? Es ist immer noch ein Rätsel. Diesen guten Herrn. Unter 7,5 snipen oder erbieten während Lightning Rounds. Der wird wieder die Tage bei über 8000 sein. Und wenn ihr ihn unter 7,5 mitnimmt, macht ihr nichts falsch. Ist sogar tatsächlich gerade der günstigste 85er auf dem Markt. Auch wenn 7,5 nicht ganz stimmt. Aber nun gut, da haben wir 86er Rating Karten. Und hier bin ich auf Piqué und Carvajal gegangen. Ich finde die einfach, die kann man zusammen sehr gut linken. Vielleicht kommt hier noch eine tauschbare, nein, nicht tauschbare, sondern eine wiederholbare Baby Icon SBC. Aber wir haben hier auf jeden Fall einen Piqué 15.000 Grad und einen Carvajal. Und bei beiden würde ich sagen, unter 14.500 macht ihr bei beiden Karten nichts falsch. Also die könnt ihr euch auf jeden Fall beide mitnehmen. Dann haben wir einen 87er Busquets. Hier würde ich sagen, unter 20.000 snipen oder erbieten. Das bekommt man auch locker hin. Ich habe gestern Grüße an Mokay. Ich habe Mokay gesehen auf Twitter. Er hat Carvajal für 12.000-13.000 bekommen, Freunde. Also ist auf jeden Fall machbar. Es sind keine unmöglichen Deals, die ich euch hier zeige. Die könnt ihr easy 20, 21 Uhr Lightning Round. Sollte überhaupt heute eine Lightning Round kommen, könnt ihr euch die da easy snipen. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Chiellini unter 20.000 auch mitnehmen und ein Kimmich unter 26.500 snipen, erbieten, was auch immer. Macht ihr auch auf jeden Fall nichts falsch. In Zukunft sollten da auf jeden Fall SBCs kommen, wo die Karten steigen. Und dann nochmal die ganz allgemeine Frage, so eine kleine Marktanalyse. Ey, Pains, wann kann ich mein Team endlich kaufen? Ich will mir ein Team kaufen. Was war das in Deutsch? Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Ich rede hier von Spielern wie Ferland Mondi, Joe Gomez, von mir aus noch. Wen haben wir hier noch? 85er Werner. Die Karten, die halt nicht hoch geratet sind, aber ja, immer noch sehr beliebt sind, wie zum Beispiel ein Joe Gomez und Ferland Mondi. Ihr seht ja, unter beliebt sind die hier beide unter Top 11. Und Mondi würde ich sagen, und Joe Gomez oder allgemein euer Team, wenn ihr wirklich so günstig wie möglich euer Team kaufen wollt, dann würde ich euch raten, Sonntagabend, weil jeder sollte eigentlich, es ist nur das Logischste für die, also nach der Weekend League halt ihr Team verkaufen, so ab 19, 20, 21 Uhr. Wenn ich mich nicht täusche, sollten morgen Abend auf jeden Fall noch Promo-Packs oder sogar auch Lightning Rounds kommen, weil morgen Abend kommen neue Record-Breaker in den Packs, deswegen würde ich auch sagen, wartet mit den Upgrade-SBCs, ich werde heute auch noch keins öffnen, ich kann auch gar nicht, aber ich würde auch nicht, weil morgen kommen wieder neue 5 Record-Breaker in den Packs und habt ihr nochmal die Chance auf gute Spieler, noch höhere Chance, so rum. Und es fehlt noch Premier League, Record Breaker und Serie A. Wir haben Bundesliga, La Liga, keine Ahnung, La Liga wieder und League O. Das sind diese 5 Karten, die wir haben. Und wir haben noch einen hier, Falcao, türkische Liga. Aber es fehlt auf jeden Fall noch die Premier League und die Serie A, wo man morgen Record Breaker Karten dementsprechend bringen kann. Wenn da morgen eine Premier League Record Breaker Karte kommt, habt ihr nochmal in den 81 plus Premier League Packs die Chance auf noch bessere Karten dazu ziehen. Deswegen würde ich auf jeden Fall bis morgen Abend 19 Uhr warten. Und auch wenn ihr euren Team allgemein kaufen wollt, egal welcher Spieler, sonntagabends, montags, während den Squad Battles Rewards oder halt morgen Abend zu den Lightning Rounds, sollte man auf jeden Fall sein Team günstig kaufen können. Okay, Freunde, das war's dann mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Ich weiß, ich will es selber auch. Ihr wollt gerne, dass ich ein paar Upgrade-Packs mache und ziehe, aber ihr seht, ich kann gar nicht. Ich habe zu viel investiert. Ich bin aber erstmal raus. Ich halte euch auf Instagram. Hier oben könnt ihr mir gerne folgen. Und auf Twitter auf dem Laufenden. Danke für 48.000 Abonnenten. Ich sag's einfach mal, weil es fehlen noch 2 Abos. Aber wir sollten die auf jeden Fall heute oder morgen noch knacken. Haut da rein, bis morgen. Schönes Wochenende noch und ciao, ciao. In the morning, just so I could race, yeah. Straight baguette, chuck on my neck, like a neck brace, yeah. The jeweling up on my last watch, but until my next thing, yeah. I was real, tell her he pussy, he got a sex chain, yeah.
money.